So, Freunde, da sind wir wieder. Willkommen zurück bei Witcher 3. Wir waren hier an diesem schönen Ufer, sind aus dieser Höhle rausgekommen. Und was ich jetzt schon die ganze Zeit ausprobieren will, ist dieses Boot zu benutzen. Ich will das machen. Wie benutze ich das denn? Einfach so reinklettern und dann? Und dann? Hier? Ah, Boote. In der Hexerwelt mit ihren Flüssen, Ozeanen und großen Bergseen gibt es zahlreiche Gegenden, die man weder zu Fuß noch zu Pferd erreichen kann. Man muss vielmehr schwimmen oder segeln. Halte an Stränden und Orten, die mit dem Hafensymbol markiert sind, nach Bootenausschau. Vorsicht, wenn dein Boot auf Felsen oder andere Hindernisse aufläuft, nimmt es Schaden und es kann auch sinken. Ja, das hört sich doch gut an. Drücke A, um das Steuern des Bootes zu übernehmen. Ja, danke dafür. Das kann ich auch selbst lesen. Ich will eigentlich nur mal kurz nachschauen. Können wir eigentlich irgendwo gezielt hinschippern, wo es uns was bringt, oder... Alter, hier sind drei Fragezeichen. Will ich nicht erstmal die erkunden? Wir können ja einfach nur mal, um Boot zu fahren, hier so hoch und dann da hier in diese wunderschöne Bucht reinfahren. Komm, das machen wir doch jetzt. Das tun wir jetzt. Auf geht's, ab geht's. Wie fahre ich los? Einfach so. Oh, ist das schön. Oh Gott, ist das schön. Boah, ich hätte voll Lust, da vorne durch diesen Bogen zu fahren. Es ist schön, dass wir den Wind steuern können. Der Geralt mit seinen Hexerfähigkeiten, der pustet so fest in das Segel rein, dass wir so schnell vorankommen. Puste, Geralt. Puste. Geht's auch ein bisschen schneller oder so? Nee, ne? Nee, geht's nicht. Oder kann ich hier noch irgendwas drücken? Ah, ich kann nebenbei mit meiner Armbrust rumschießen. Das ist ja auch nett. Und hier so kann ich Sachen auswählen. Hexersinne kann ich einsetzen. Alter, man kann sogar mit seinem Boot rückwärts fahren. Guck mal. Nicht, nicht, nicht. So kann man denn rückwärts fahren? Oh, jetzt habe ich abgebrochen. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur schauen, kann man wirklich nicht schneller fahren als so? Weil ich meine, man braucht dafür schon ein bisschen lang dann, um so eine Fläche auf dem Wasser zu überqueren. Das ist schon ein Stück. Naja, okay. Ich würde sagen, das war's. War eine schöne, sehr, sehr schöne Bootsfahrt. Eine tolle Tour, die wir da gemacht haben. Richtig, richtig schön. Und da oben ist so eine Ruine. Da will ich hin. Kann man das einfach auf Land setzen? Ich meine, das ist ja nicht mein Boot. Ich habe wahrscheinlich irgendeinem armen Fischer jetzt das Boot geklaut. So, und hopp. Wir können eigentlich mal kurz gucken. Kurz gucken, gucken, gucken. Wo sind noch? Da. Quests. Blutiger Baron, Herrin des Waldes, Scheiterhaufen von Novigrad. Das ist die andere Ciri. Ciri, ich sag immer Ciri. Aber es ist ja eigentlich Ciri. Okay, das ist das, wo ich die Statuen wieder aufstellen muss, von dieser alten. Dann haben wir das mit den Papieren. Wildes Herz. Ah, genau, das war das. Eine Einladung von Kyra. Sammeln sie alle, Spiele gegen die Wirtin. Dann haben wir noch Hexeraufträge. Hanna aus den Wäldern. Den könnte man doch eigentlich machen. Schatzsuche. Die Temerische. Das ist in Weißgarten. Wir müssen eh irgendwann nochmal nach Weißgarten zurück. Und dann noch den Scheiß erledigen. Aber ich würde gerne diesen Hexerauftrag eigentlich machen. Aber wir sind halt 5 Stufen drunter. Wisst ihr was? Wir gehen einfach zurück zur Kyra. Oder? Oder machen wir Wildes Herz. Wir machen erstmal Wildes Herz, würde ich sagen. Wo ist das denn? Wildes Herz. Wildes Herz. Hoppla, das war der falsche Knopf. So, wildes Herz. Okay, das ist ganz da oben wieder. Dann müssen wir erstmal zu so einem Kaff, um so einen Quick Travel Point zu kriegen. Weil dann können wir ja einfach hier hoch. Ich würde sagen, wir erkunden jetzt diese Fragezeichen. Und dann checken wir mal hier zu so einem Kaff runter oder so. Einfach mal wegen durch die Wildnis. Einfach mal wegen Abenteuer hier. Woo! Wir sind so crazy unterwegs. So crazy. Wow. Blütenblätter. Was haben wir da oben? Da ist das erste Fragezeichen. Oh mein Gott, bin ich aufgeregt. Was ist das? Die Krähen. Oh Gott. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war eine blöde Idee. Hilfe, 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 Hilfe. Okay. Das war ja ein kurzes Abenteuer.
Das war ein wahrlich kurzes Abenteuer. Gegen so Erscheinungen, die auch noch mehr als... Wie viel waren es? 13 waren sie, glaube ich. 8 Level über uns hin. Sollten wir uns vielleicht nicht anlegen. Wieso rufe ich eigentlich nicht mal ein Pferd? Plötzbert. Komm her, Plötzbert. Lass mich aufsitzen. Und nun reite Richtung... keine Ahnung. Wo reiten wir denn jetzt hin? Okay, wir haben jetzt herausgefunden, dass das hier ein Ort der Macht ist. Sehr schön. Ja, wir müssen zu einem Quick-Trail-Punkt und ich denke mal, bei so einem Kaff wird einer sein, also reiten wir einfach mal hier runter. Richtung Süden! Der Sonne hinterher, ey yo, was geht? Der Sonne hinterher, ey yo, was geht? Und ich sag, Plötze! Reite Richtung Süden mit unserem Greifenkopf. Huch! Kleinweg. Da vorne sind Gegner. Und wo Ghule sind, da sind Leichen nicht weit. Was? Absteigen, komm. Wow, die sind ganz schön stark. Ich gehe doch wieder weg. Hilfe, Hilfe. Was ist denn hier los? Hier sind ja saudi starken Gegner, ey. Vor allem die Ghule, die kann ich sowieso wieder nicht besiegen. Okay. Das war ja dann schon mal ein Griff ins Klo. Aber hier vorne ist ein Quick-Travel-Punkt. Aber das sind ja die Ghule. Kann ich den benutzen, wenn die Ghule da sind? Komm, wir probieren es einfach. Irgend so ein Ding greift mein Pferd an. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich benutze den Quick-Travel. Ich will... Lass mich durch. Es geht natürlich nicht. Es geht natürlich nicht. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn man im Kampf Quick-Traveln kann. Ja komm, wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir hier einfach hier hin. Aber wenn hier unten alles so stark ist... Ja komm. Irgendwie ist hier unten alles so stark und ich bin so schwach. Ich bin nicht stark. Ich bin ein schwacher Level 5er Hexer. Hallo? Auf geht's, komm. Plötze, kommst du her? Plötze? Was tust du? Wieso kommst du nicht zu mir? Haben dir die Ghule Angst gemacht? Das tut mir leid. Mir haben sie natürlich keine Angst gemacht. Ich wollte sie nur nicht töten. Die haben so freundlich gewirkt. Verlassene Städte. Sag mal, was ist denn hier los? Okay, die kann man besiegen. Okay, der hat einen Bogen. Komm her, Mann, komm her. Es wäre schön, wenn ich die auch mal erwischen würde. Aber ich treffe ja einfach gar nichts. Ja, was willst du jetzt? Alter, was ist euer verkacktes Problem, ey? Okay, mir reicht es. Das Anzünden. Eigentlich, wenn man einfach nur stupide auf die alten Krüppel... Was ich mich gefragt habe, nimmt mein Schwert eigentlich mehr Schaden, wenn ich die ganze Zeit drauf haue, während die blocken? Müsste es doch eigentlich... Ach komm. Ach komm, rutsch mir doch einfach den Buckel runter, Kollege. Mit deiner scheiß Waffe da hinten. Wie ein Mann tötet, wenn ihr die Götter liebt. Was ist da noch einer mit dem Bogen, oder was? Hä, da sind ja noch mehr. Alter, was zur Hölle? Oh Gott, und der haut ihm auch noch die... Alter, was geht denn jetzt ab? Ich nehme mal Schwalbe, komm. Ach ja, Mann. Der Typ hat keinerlei Rüstung. Wie kann der eigentlich? Auch nur Ansatz... Ey. Du blöder Hund. Du blöder Krüppel, Alter. Gehst du mir auf den Sack, ey. Hey, renn doch bitte. Oh Mann, ey. Manchmal diese Steuerung. Komm. Okay. Hä, ja, was ist dein... So. Jetzt bist du dran. Hm? Also, so schnell wie meine Waffen immer kaputt gehen, habe ich echt das Gefühl. Oh. Wow.
Wow. Guck mal, ich meine, mein Schwert ist schon wieder kaputt. So schnell wie meine Waffen immer kaputt gehen, habe ich echt das Gefühl, dass dadurch, dass ich immer auf die eintresche, wenn die blocken, dass das mein Schwert mehr kaputt macht. Weil ich meine, das ist jetzt echt schon wieder... Okay, 48. Wieso wird es bei 48 schon angezeigt? 48 ist doch jetzt nicht so schlimm, oder? Ich muss mir einfach mal wieder ein paar... Dingenskirchen hier besorgen. Wisst ihr, was ich meine, ne? Ein paar Reparatursets. Oh. 3 Schaden mehr. Brauchen wir aber nicht. Okay. Da vorne lebt noch einer. Hey, Kollege. Vielleicht soll ich mal ein wenig mehr blocken. Okay. Ich probiere jetzt mal... Sehr lecker. Ah, das müssten jetzt alle gewesen sein, oder? Jetzt habe ich hier dieses Kaff aus. Ah nein, da hinten. Hi. Fick dich! Verdammt! Lass ihn nicht zu Atem kommen! Ich nagel dich an die Wand, Kollege. Ich reiß dir den Schädel ab und piss in deinen Hals. Da lebt noch einer? Oh. Guck mal, das ist so lustig. Die haben eigentlich keinerlei Rüstung an, kein gar nichts. Und trotzdem halten die so viel aus. Das ist doch... Oh, wie oft er den am blanken Körper mit seinen... Ah gut, mein Schwert hat ja nur noch 50%. Wir ziehen dir die Haut ab. Jetzt können wir ja mal gucken, wie schnell das sich beschädigt. Guck, jetzt hat es schon nur noch 36. Ich muss das echt mal rausfinden, ob die Schwerter schneller kaputt gehen, wenn man so auf die eintrischt. Ach, da lebt ja noch einer. Hi. Ach komm, ich bin noch zurückgegangen. Aber guck mal, so braucht der Kampf ja ewig, wenn ich warte, bis er nicht blockt. Ja, das geht jetzt mit dem ab. Ich könnte auch einfach so machen. Wir ziehen dir die Haut ab. Hä? Wieso ist jetzt da hinten die Tür aufgegangen? Okay. Kommen da jetzt noch mehr? Nee, hä? Waren das jetzt Dorfbewohner, die sich versteckt haben, oder? Gefahr gebannt, die Bevölkerung ist zurückgekehrt. Schön. Hey Leute, wie wär's mal mit ein bisschen so Danke, dass du unser Dorf befreit hast. Hier hast du 5 Millionen Kronen. Ich krieg jetzt da wirklich gar nichts dafür. Nur Ruhm und Ehre. Nur Ruhm und Ehre. Ah, da hinten können wir was mitnehmen. Noch mehr zum Saufen. Was haben wir hier noch so? Da haben wir noch ein paar Fässli. Da haben wir noch haufenweise Schwerter, die können wir wieder alle auseinander. Woher kommst du? Das schaffst du nicht. Woher komme ich? Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Puh, ich hab schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Dude. Ich kann nicht an zwei. Guck mal, was sind das für. Was sind das für undankbare Spackos? Also jetzt mal ganz ehrlich. Man befreit den ihr? Behindertes Dorf. Befreit man hier von diesen Banditen. Und da drüben fliegt da fliegt eine Kiste. Lass mal aufhören mit deinen Wichsgeräuschen, Kollege. Hier fliegt eine Kiste einfach so in der Luft. Man befreit ihn, ihr Scheißdorf. Und die sind solche undankbaren
Ich komme gar nicht zum Fertigreden, weil ich ständig irgendwas anderes finde. Aber es sind solche undankbaren Arschlöcher, das ist Fakt. Punkt. So. Armbrust. Halt die Klappe. Kommt schon von allein. Armbrust, kleiner Swarok-Runstein, Baron, Kohle. Oh, ein Kyras. Und noch ein neues Schema, was? Du bist überlastet, Geralt trägt zu viele Gegenstände. Wenn du zu viel Beute mit dir herumschleppst, kannst du weder rennen noch sprinten. Das Symbol zeigt an, dass du überladen bist. Im Inventarfenster kannst du sehen, wie viel Gewicht du trägst. Gegenstände, die du nicht benötigst, kannst du wegwerfen, verkaufen oder von einem Handwerker zerlegen lassen. Wenn du mehr tragen können möchtest, dann verbessere die Satteltasche deines Pferdes. Ja, wer will denn schon rennen und springen? Ach, jetzt kann ich echt nur noch so schnell laufen. Ja, springen kann ich trotzdem noch. Ihr habt gelogen! Oder war das Sprinten gestanden? Wahrscheinlich war das Sprinten gestanden und ich habe mich mal wieder verlesen. Ja, guck mal, ich habe ja auch tausende von diesen Schwertern dabei. Dieser Kyros. Das ist eine schwere Rüstung. Ja, guck dir das mal an. Was ist denn das für ein Abfuck? Das ist eine schwere Rüstung und die hat 15 Rüstung weniger als die, die ich anhab. Aber die ist relativ viel wert. Wieso kann ich die nicht benutzen? Stufe 7. Oh. Aber allein der Kyros wiegt einfach 12. Das ist mit Abstand das Schwerste, was ich hier habe. Habt ihr einen Händler hier? Meine Friends? Habt ihr einen Händler? Ah, da vorne. Dann verkaufe ich den einfach gleich, diesen Kyros. Eigentlich könnte ich ihn auch auseinandernehmen. Hui! Hui! Sei gegrüßt! Ah, du hast wieder mal so eine schicke Brille. Zeig mir deine Waren, du Bitch. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. So. 5 bringt es, ne? Wie viel bringt der Kyros? 113! Ah, man weiß jetzt auch nicht, was man da rauskriegt, wenn man zerlegt, ne? Aber ich kann ja auf jeden Fall mal ein bisschen anderen Stuff verkaufen. Ja, paar von diesen Schwertern können wir schon verkaufen eigentlich. Oh, 2 mehr Schaden, 3 mehr, 8 mehr. Aber die haben halt einfach beschissenere Stats. 9 mehr. 4 mehr. 68 Rüstungsdurchbohrung. Nee, ist trotzdem alles Kacke. Sind es beides für Schwerter? Ja. Ich verkaufe den ganzen Stuff jetzt hier einfach mal. 22 mehr Schaden. Uiuiuiui. Aber man verliert da voll die Stats. Das ist doch nicht so geil, oder? Komm, wir heben mal die 2 da unten auf. Die können wir dann auseinanderlegen. Also man muss doch irgendwie diese Sachen hier verschieben können. Nein, das wollte ich gar nicht. Kriege ich den jetzt für genauso viel wieder zurück? Nein, nicht ernsthaft, oder? Der kostet jetzt 277? Alter, ich wollte den gerade gar nicht verkaufen. Das ist ja so ein Abfuck. Ich kann das jetzt nicht zurückkaufen. Ah, es wird automatisch... Ah, okay. Toll. Toll, toll, toll. Ja, dann behalt den Stein. Stecken wir dir sonst wohin. Du Spacko. Ja, jetzt haben wir ja wieder genug Platz eigentlich, oder? Wiegen diese Sachen hier eigentlich auch was? Diese ganzen Bücher? Ja, aber die wiegen ja nicht so viel, ne? Die wiegen ja nicht wirklich viel. Was ist mit dem Zeug? Das wiegt ja eigentlich auch alles nix. Es sind einfach diese ganzen Schwerter und diese Rüstungen. Das Zeug hier wiegt doch nix. Aber Kleinvieh macht auch Mist, ne? Da ich ganz schön viel davon dabei habe. Was war das hier nochmal alles? Sind Questgegenstände oder was? Ja, okay, wir haben jetzt wieder. Tschüss! Leb wohl. Ich hoffe, du erfreust dich an deinen Stein. Blöder Mongo. Aber was mir jetzt gerade auffällt, wir sind hierher gekommen zum Quick Traveln. Und hier gibt's kein Quick Travel. Sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Was alle zu gewinnen? Hier gibt's kein Quick Travel. Oh mein Gott, Alter, was ist das? Die Ghule oben kann ich nicht besiegen. Die schaffe ich nicht. Wo reiten wir denn jetzt hin? Sollen wir einfach mal den Weg entlang? Alter, wir sind hier voll am Sack. Wir sind hier wirklich voll am Sack. Vielleicht hätten wir auch einfach dieses Boot benutzen sollen und darüber fahren sollen. Sollen wir zurück zu unserem Boot und darüber schippern? Oder sollen wir einfach mal Richtung Mittelhain reiten? Wir reiten. Vielleicht finden wir was Interessantes auf dem Weg. Komm, was soll's. Schneller! Wir müssen mal unser Schwert reparieren. Mal wieder.
kommt ja eigentlich schnell von A nach B. Plötzlich ist schon so ein schneller Gaul. Wenn die Ghule sich nicht regenerieren würden, dann würde ich sie sogar fast probieren. Aber da man die ja nicht tot kriegt, ist es Nonsens. Was zur Hölle ist das denn? Ein Greif. Was macht der da? Sollen wir mal schauen, welches Level der ist? Ist der zu hoch für uns? Ich traue mich nicht schneller hinzureiten, nicht das Platz. Wie finde ich denn jetzt raus, welches Level der ist? Alter, der ist ja viel zu hoch. Okay, machen wir einen Abflug. Uiuiuiuiuiui. War nett, dich kennengelernt zu haben. Alter, folgt er uns jetzt? Nee, oder? Oh, ich hätte hier rechts gemusst. Heya! Das war mal ein fetter Greif, Mann. So, dann hier hoch. Wow, was ist das? Alter, man reitet hier einfach. Da war wieder ein Quick-Travel-Punkt, der wieder von irgendeinem scheiß Ding bewacht ist, Alter. Ey, das ist doch unglaublich. Müssten wir nicht langsam mal da sein? Ich will hier weg, hier sind nur harte Gegner, ey. Hi Leute. Ich bin wieder da. Also. Dann gehen wir mal schnell zu unserem Schmiedfreund hier. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle. Ja, das hast du beim letzten Mal schon gesagt, hast du auch was Neues drauf. Ich möchte etwas anfertigen lassen. Ja, so. Zerlegen. Ich würde gern fürs Erste. Diese schwere Rüstung will ich zerlegen. Was kommt denn da so raus? Oho. Egal. Zerlegen. Und dann will ich noch meine alte Rüstung zerlegen. Und die zwei Schwerter will ich noch zerlegen. Und diese Rüstung hier will ich noch zerlegen. Die Armbrust nicht. Die Hose hier. Das hier will ich noch zerlegen. Und das hier auch. So, jetzt haben wir noch 310. Haben wir noch irgendwas, was wir zerlegen können? Stumpfes Beil. Ja, das kann man doch auch zerlegen, oder? Das sind doch so Sachen, die man gar nicht braucht, oder? Zerlegen wir einfach alles. Was ist das hier? Servier? Ja, brauchen wir auch nicht. Was ist mit dieser Puppe hier? Hey, wir haben drei Puppen? Wir haben die doch von den Kindern damals geschenkt gekriegt, oder? Ich zerlege jetzt einfach mal. Was soll's? Was ist mit dem Scheiß hier eigentlich? Mit dieser Insignie? Braucht man wahrscheinlich auch nicht, oder? Zerlegen. 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 Rostiges Brotmesser. Wenn wir ein Brotzeit auf den Weg machen können. Was haben wir hier noch? Fell eines weißen Wolfes. Zerlegen. Was ist das hier? Verwesenes Fleisch. Kriegt mehr Asche raus. Was bringt uns denn Asche? Zerlegen. Und zerlegen. Zerlegen. Ach ja, ist das nicht schön? Einfach alles zerlegen, was wir kriegen. Meteoroiden-Silberbarren? Okay. Kohle. Ach, mir fällt gerade zum ersten Mal auf, dass hier steht, wird zur Herstellung von Ausrüstung benutzt. Das heißt, wir können eigentlich alles
Hier zum Beispiel. Da steht nicht, dass das zur Herstellung verwendet wird. Das heißt, wir können eigentlich alles zerlegen. So wie das reine Silber. Kann für eine ordentliche Summe an Händler verkauft werden oder in Handwerkzutaten zerlegt werden. Ja, dann zerlegen wir es. Wir wollen ja Handwerkszutaten. So, jetzt muss ich echt mal, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Das zerlegt mir alles nicht. Herstellung. Auch Herstellung. Dann passt das ja jetzt alles. Dann haben wir jetzt alles zerlegt, was wir irgendwann mal gebrauchen könnten, oder? Was ist das hier? Irgendeine Leber. Igit. Bei uns sind nur noch Alchemiezutaten, die wir auch noch auseinanderlegen können. Ja, das war doch jetzt schon mal ganz aufschlussreich. Dann gucken wir mal kurz hier. Zum Beispiel hier, Jägerstiefel. Aber ich weiß, falls ich irgendwie immer alles doppelt und dreifach angucke, dann tut mir das echt leid. Den haben wir ja an, den brauchen wir nicht. Stufe zu niedrig. Jägerhose. Brauchen wir auch nicht. Das heißt, wir brauchen von dem eigentlich gar nichts. Reparieren müssen wir noch. Was? Verbesserung entfernen? Will ich nicht. Nein. Hör doch auf jetzt. Mit dieser. Als wäre es so schwer zu erraten, was Verbesserungsentfernen ist. Ja, wir müssen auf jeden Fall unser Schwert reparieren. Alles reparieren mit X. 235. Fuck, dann sind wir pleite. Naja, wir reparieren fürs erste Mal nur die Schwerter, würde ich sagen. Also das muss auf jeden Fall repariert werden. Und das auch. Okay. Also, tschüss. War nett, mal wieder mit dir gehandelt zu haben. Auch wenn du mir wieder irgendeine Scheiße andrehen wolltest, du Scheißhahn. Okay. Das heißt, wir quick-traveln jetzt zu der Trollbrücke, wo wir eigentlich auch von hier reiten können. Oder? Wir können ja hier noch ein paar Orte da. Ja, komm, lass reiten und dann erkunden wir auf dem Weg dahin noch ein paar Orte. Wegen dieses Wolkengusses haben die Mücken gestochen. Wegen was haben die Mücken gestochen? Wegen deiner fetten Mutter. Ich sollte mal die Wegmarkierung wegmachen. Ich mach die Wegmarkierung mal hier hin. Wir reiten jetzt erstmal einfach nur nach links. Nach links. Ich bin so ein guter Geograf. Wir reiten nach links. Komm, Blitze. Macht Platz, ihr fetten Säcke. So, hier irgendwo links ist ja dann das erste Frage. Da hinten ist irgendwas. Was ist das? Oh, das sind ein paar Wölfe. Sollen wir die aufmischen? Was ist das für eine blöde Frage? Natürlich! Alter, Pep. Alter, was willst du? Der Dodge, er war sehr. Alter. Ey, ich stehe schon wieder in der Mitte von drei Leuten. Bin ich eigentlich dumm? Ach komm, geh mal. Ach, was mir gerade so einfällt. Sollten wir von dem. Ich finde es cool, dass mein Schwert jetzt so glüht. Das fällt mir wirklich erst jetzt auf, irgendwie. Ich nehme an, dass das wegen der Verbesserung ist. Ja, da hinten liegt noch was. Aber da habe ich doch gar nichts getötet. Was ist da vorne los? Anführer der Deserteure. Okay, da sind wieder ein paar Deserteure. Habe ich irgendwas zum... Auch nur ansatzweise was zum Essen? Ich habe nur wieder diese Leber. Ja, aber das ist ja immer etwas, oder? Zack. Okay, dann probieren wir die mal, die Kollegen hier. Hey Leute, hat jemand von euch einen Bogen? Lass natürlich. Einsatz, Leute, Einsatz!
Alter, ey. Da fresse ich jetzt wieder brutal, ey. Alter, das ist so nervig. Wenn diese Scheißhähne sich einfach nur da hinten hinstellen und die ganze Zeit mit ihren hässlichen Bögen da reinschießen, ey. Das ist so... Ne, Moment. Ich will das hier. Ach komm, ich will einfach nur zu... Ich will zu dem da hinten und dem... Komm. Hat er jetzt den richtigen? Ne, hat er natürlich nicht. Ey, oh Gott, das geht mir gerade so auf den Sack. Ach so, ich habe das Schutzschild gemacht. Ich wollte... Ja. Schnetzel den jetzt einfach klitz und klein, ey. Du meinst, du musst dich da hinten hinstellen und mit dem Bogen die ganze Zeit in das Kampf... Okay, dann brauchen wir den nächsten Bogenschützen, der sich da hinten befindet. Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Schild drauf. Okay, jetzt können wir kämpfen, Leute. Was hältst du denn jetzt davon? Hast du jetzt noch Lust zu kämpfen, wenn deine Bogenschützen die Biege gemacht haben? Oder ist dir das jetzt zu blöd? Ach, da hinten sind noch mehr! Ach ja! Ach ja! Habt ihr alle einen Bogen am Start, oder was? Du hast keinen. Wer hat dann bei euch den Bogen? Der da ganz hinten, oder was? Bist du der Held? Reißt ihm die Eier ab! Oh, jetzt bist du dran. Mir reicht's langsam, ey. Was ist los? Okay. Ja, was hat denn der Spasti drauf? Hä, dass der mich immer so erwischt? Kann mir das mal bitte einer erklären? Ach komm, ey. Leute. Was zum Teufel? Oh Mann, Alter, ey, du gehst mir ganz schön auf die... Was ist denn das? Was macht er denn bitte in dem Fall? Das ist... Hä? Ey. Ich krieg gleich echt eine Antwort. Vor allem, der hat nichts mehr. Und der andere Spasti kommt... Ey. Der hat einfach nichts mehr. Kannst du jetzt einfach... Na also, ey. So, jetzt bist du dran, Kollege. Leute. So, jetzt interessiert es mich echt mal. 72 Schaden hat das Schwert jetzt. Also 28 Schaden hat das Schwert jetzt in dem Kampf genommen. Das ist doch richtig hardcore. Hey, was ist gerade mit mir los? Seht ihr das? Wieso ist der Bildschirm so rot um mich herum? Hä, was ist das? Verliere ich Leben? Nee, eigentlich nicht. Ach, man kann so auch schnell meditieren. Okay, das ist ja eigentlich mal ganz angenehm zu wissen. Okay. Dann gehen wir mal davor. Da war doch eine Schatztruhe. Was haben wir denn jetzt hier? Mondschirm. Salpeter. Können wir jetzt endlich mal eine Bombe machen? Oder? Na. Samum können wir jetzt machen. Was ist das für eine Bombe? Kann man... Blendet Gegner im Explosionsradius. Zerstört Monsternester. Wir können jetzt eine Bombe herstellen, um Monsternester zu zerstören. Hooray! Plätze! Ich nehme jetzt nicht noch den ihr ganzes Zeug mit. Da ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich eh nur noch Schwerter drin. Und die machen... Die sind wieder nur unnötiger Ballast. Okay, das war es jetzt soweit dazu, oder? Da war einfach nur ein Banditenlager. Okay, dann reiten wir mal hier hoch. Was ist hier? Das nächste Banditenlager. Nicht so schnell, Plätze. Tatsache.
Das ist das nächste von ihnen, aber es sind nur 3 Stück, wenn ich das richtig sehe. Hallo Freunde, ich will nur reden. Dein Arsch gehört mir. Hey ho. Sohn einer Ziege. Alter, Alter. Ach komm, ich war doch meilenweit von den Kollegen weg. Komm du her. Was ist denn das? Wenn der mit der Axt blockt, dann kriege ich Schaden. Ich habe auch gerade keine Ahnung, was ich gegen... Achso, ich habe ja gerade keinen... Jetzt aber. Okay, komm her, komm. Dein Arsch gehört mir. Sehr lecker. Kann es sein, dass wir schon wieder nur noch den Wein haben? Ja, jetzt sind wir wieder Psufer. Psufer sind wir. Aber der Wein regeneriert mich ja gar nicht, ey. Das ist nicht so geil. Müssen wir wieder Schwalbe raustun. Ich muss echt mal wieder Essen einkaufen, Alter. Das wäre mal ganz sinnvoll. Oh nein, 0 Uhr. Geisterstunde. Haben die auch noch irgendwas hier, diese Banditen? Hier ist was. Alchemistische Paste. Ja. Sonst noch irgendwas hier? Hier muss ja noch irgendwas sein. Ich meine, es ist noch nicht ausgegraut. Hä? Jetzt ist es aus. Hä? Ich habe das doch gerade eben schon mitgenommen, oder? Oder war da jetzt einfach zweimal das gleiche? Naja. Naja. Also. So, dann nehmen wir noch das hier mit. Einfach den Weg weiter hoch. Heya! Wahrscheinlich noch ein Banditenlager. Wie viele tausend Banditenlager gibt's hier denn, ey? Hey, hier ist ein Wegdings. Waldhütte. Nicht so schnell, Plätze. Oh komm, wir schauen mal in die Waldhütte. Was wir da so finden. So ist gut. Ah, bist du der Besitzer von der Waldhütte? Das wäre sehr tragisch. Da liegt jemand. Hallo? Die sind tot. Alter. Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Das ist jetzt sehr traurig. Machen wir mal die Lichter aus. Und lassen euch in Ruhe. Ah, hoppla, nein. Aber ich bediene mich natürlich trotzdem bei euch. Kuhmilch. War jetzt nicht so ertragreich. Aber ich würde sagen, wir gehen da jetzt gar nicht mehr dann hin zu dem Ding da oben. Sondern machen uns direkt mal auf den Weg... Ach so, Quatsch, wir können ja gar nicht... Wir wollten ja hinreiten, eben. Ach, ich bin schon wieder so durch den Wind, sage ich euch, ey, das ist ja... Das ist doch nichts mehr feierlich. Schätze. So. Okay. Ist das gerade der Mond, der so hell? Schon wieder ein Banditenlager? Ach, Leute. Wo ist der, der schon wieder mit dem Bogen schießt? Und einer mit dem Schild. Oh ja, was geht jetzt ab? Ey, ich bin doch Zeit. Leute. Verdammter Ziegenficker. Okay, da komme ich nicht durch.
Nicht nachlassen! Fehler. Okay. Alter, Blötze, kannst du mal bitte aufhören, so rumzuschreien? Wie mache ich denn den am besten? Einfach an ihm vorbei, in ihn reinrollen. Ja, so, jetzt hatte ich ihn doch. Oder wir schießen ihm einfach mal mit der Armbrust ins Gesicht. Und tschüss. Immer auf die Schwertseite vorbeigehen. Alter, das habe ich gar nicht gesehen, dass er ausgeholt hat. Ach komm, jetzt komm mal aus deinem scheiß Loch dahin. Siehst du, das ist wieder diese scheiß Fixierung. Und schon wieder ist unser Schwert kaputt. Nicht nachlassen! Okay. Hey, der hat ein blaues Schwert, oder? Der hat gerade kein so ein novigradisches Schwert, oder? Der hat, glaube ich, ein anderes. Alter, plus 31 Schaden. Das war schon wieder der falsche Knopf. Halten, vergleichen, ja genau. 31 Schaden. Hey, aber das muss doch be- Alter. Ich benutze das jetzt einfach, ganz ehrlich. Ich verliere Rüstungsdurchbohrung, ich verliere kritischer Treffer, ich verliere Chance auf Einfrieren. 1%, was einfach gar nichts ist, meiner Meinung nach. Ich verliere halt haufenweise Rüstungsdurchbohrung. Aber ganz ehrlich, 31 Schaden, das ist doch sau viel, oder? Ich benutze es einfach. Oder haben wir noch ein besseres? Nee. Ich nehme das jetzt einfach. Was haben wir hier? 10% Vergiftung. Okay. Unser Schwert war eh schon wieder kaputt. Oh, unsere Rüstung ist jetzt auch schon gedamaged. Ja, oh, knapp unter 50%. Aber wir haben ja... Oh. Wir haben ja... Das Rüstungsreparaturkit. Das können wir ja benutzen. So. Dann ist alles repariert. Dann haben wir hier wieder ein schönes Schwert auf dem Rücken. Ein schönes neues. Große Axi-Glyphe. Im Tierpelz. Bretanischer Kräuterschnaps. Und Kettwisches Starkbier. Schauen wir mal, was die Glyphe bringt. Rüstung verbessern. Ja, ist. So. Jetzt habe ich die einfach mal hier reingepackt. Axi-Intensität. Was war Axi nochmal? Axi war das... Naja, das war Art. Gedankenbeeinflussung. Heißt, die sind jetzt länger beeinflusst, oder was? Vermute ich jetzt einfach mal. So, meditieren wir nochmal kurz. Dann haben wir auch schon 2 Uhr. Hei. Okay. Hä? Blitze? Hast du irgendwie Schiss? Ich bin's. Dein guter Meister. So, dann auf zu dem Ort da vorne.